Ja, hallo, guten Abend. Hat schon zum Himmel geblickt heute? Noch nicht. Der Mond steht wunderschön am Himmel. Hier seht ihr die Teleskopen, wo man die Sterne und die Planeten sehen. Jetzt erklären wir euch noch ein paar Sachen über die Meteoriten. Als Meteorit bezeichnet man den Ursprungskörper, solange es sich noch im Interplanetenraum befindet. Bei Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugt er eine leuchtende Erscheinung, die als Meteor bezeichnet wird. Der Meteorit verglüht entweder als Sternschnuppe in der Erdatmosphäre oder erreicht als Meteorit den Boden. Jetzt wird euch Herr Siegler noch ein bisschen mehr erklären. Also seht mal, was ich noch mitgebracht habe. Etwas, das jeder Schüler kennt. Einen Spitzerglobus. Und mit dem kann man auch das Planetensystem erklären oder Astronomie erklären. Wisst ihr, wie die Jahreszeiten entstehen? Das ist so. Die Erdachse steht nicht senkrecht, sondern die steht schräg. Und wenn die Erde auf ihrer Reise um die Sonne kreist, dann ist die Erdachse immer ganz genau am selben Ort, auf dieselben Ort am Himmel ausgerichtet. Die Neigung verändert sich nicht und auch die Richtung nicht. Sie kreist also nicht so um die Sonne, sondern sie kreist so um die Sonne. Und zeigt immer am selben Ort ins Universum, im Moment in Richtung Polarstern. Und deshalb haben wir am Himmel einen Stern, der uns die Nordrichtung vorgibt. Das ist eben jener Punkt, wo die Erdachse darauf hinzeigt. Und die Erde kann sich jetzt drehen, mit ihrer Tagesdrehung, im Gegenuhrzeigersinn, macht sie das und umkreist auch die Sonne im Gegenuhrzeigersinn, wenn man das Norden oben nimmt und so betrachtet. Und Sommer und Winter entsteht nun durch die Ausrichtung. Im Moment, jetzt zeigt die Nordhalbkugel Richtung Kamera, nehmen wir an, das ist die Richtung zur Sonne und bezeichnen wir das als Sommer. Jetzt kann sich die Erde am Tag 24 Stunden einmal um sich selber drehen und auf der Nordhalbkugel der Erde scheint die Sonne und geht nie unter. Am Südpol aber ist ewige Nacht. Ewig nicht, aber für ein halbes Jahr Nacht.